So, moin moin Leute. Ja, ja, ja. Das 10.000 Abonnenten Special kommt. Es kommt wirklich bald. Und mit bald meine ich, ich habe noch nicht angefangen, aber es kommt. Aber Leute, jetzt mal wirklich aufpassen, Leute. Achtung, aufpassen. Werd eure Läufer, Leuchter, aber aufpassen. Edit mich auf Snapchat. Nein, das war jetzt aber nicht das Wichtige. Ich möchte euch heute unter diesem Video nämlich auch mal wieder was zurückgeben, weil ihr so viel kommentiert habt in der letzten Zeit, ja? Und zwar heiße ich auf Snapchat Ted Charles. Nein, und zwar werde ich unter jedes Kommentar, was hier unter diesem Video gepostet wird, egal was, ja, es könnte eine Frage sein, es könnte eine Aussage sein, was weiß ich, werde ich alles kommentieren, ja, wirklich auf jedes Kommentar hier antworten, ja, also jetzt, also wirklich halt auch Antworten schreiben, ne, nicht irgendwie sowas wie, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Inhalt von einem UpRed-Video. Also Leute, falls ihr schon immer mal wolltet, dass ich auf einen Kommentar von euch antworte, dann kommentiert heute unter diesem Video. Ich antworte aber nicht auf Kommentare. Aber da mal ziemlich viele Leute Videos sehen wollen, wo ich irgendwelche Stories vom Feiern gehen erzähle, wollt ihr doch, oder? Aber jetzt erstmal die ganzen jüngeren Zuschauer, die ich habe und die das Video jetzt hier gerade sehen und den Monitor hängen und einfach nur sagen, ja, Alkohol, ja, Alkohol saufen, geil, ja. Also passt auf, ja, Alkohol gehört auf jeden Fall zu Partys hinzu, sag ich mal so vom Prinzip her, ja. Allerdings gibt es bei jedem Abend immer so eine Grenze, also da merkt ihr so, okay, wenn ich jetzt weiter trinke, dann wird's halt einfach scheiße so. Also es gibt immer eine Grenze, da fühlt ihr euch gut, es ist alles cool und es ist eben das Optimal, ja, es ist wirklich optimal, ihr fühlt euch locker, was weiß ich, ja. Aber wenn ihr halt darüber hinaus trinkt, wird's halt einfach scheiße, ja, und diese Grenze hat jeder so. Generell auch, je später ihr eben anfangt, Alkohol zu trinken, so vom Alter her, ja, desto besser ist das auch eigentlich. Ihr müsst halt Alkohol konsumieren und nicht missbrauchen, so, das ist die goldene Regel, sag ich mal. So, wenn ihr halt merkt, eure Grenze ist jetzt gerade erreicht, alles bestens. So halt, auch ich habe das irgendwann mal falsch eingeschätzt. Also es ist halt nicht, denke ich hatte eine Alkoholvergiftung oder musste kotzen oder was weiß ich, ja. Es war halt einfach nur so, dass ich mir am nächsten Morgen so dachte, so, ja, nee, war nicht so nötig. So, ja, aber bei mir war das auf dem 18. Geburtstag von einem Kollegen, ja. Das war auch übrigens der Geburtstag, wo das Geburtstagskind um 10 Uhr abends auf der Toilette mit einem Kissen eingeschlafen ist. Und es war auch der Abend, wo Philipp sich just for fun einfach so mit irgendeiner random Person schlagen wollte. Just for fun. Wisst ihr, hatte einfach irgendeinem Typen, der mit uns am Tisch saß, gefragt, so, ja, ey, wollen wir uns nachher noch draußen schlagen? Und der Typ, ja, klar, gar kein Problem. Ich habe sogar meinen Mundschutz mitgebracht. Er hatte sogar seinen Mundschutz mitgebracht. Es kam auch übrigens wirklich, sag ich mal, zum Kampf, ja. Die beiden sind rausgegangen und es hat sich so eine Traube um die beiden rumgebildet, wie so bei, wie wirklich bei so Handyvideos auf Facebook. Der Typ hat sich halt seinen Mundschutz reingesteckt, ja, Philipp war so besoffen, ist ausgerutscht, ja, ist liegen geblieben und der Pike war vorbei. Und es war auch der Geburtstag, wo die Eltern nachher noch im Standardtanz um 3 Uhr morgens einfach so zu Fick den Richter getanzt haben. Fick den Richter! Fick den Richter! Für meine Brüder! Übrigens bin ich nächsten Monat auch wieder auf dem Geburtstag, also ich werde da auch wahrscheinlich so ein bisschen snappen, also wenn ihr mich noch nicht geedit habt. Also es fing damit an, dass wir Schüttelkorn getrunken haben, ja, und falls ihr nicht Schüttelkorn kennt, das ist Heubrause mit Korn einfach, ja. Mein Beileid, wenn ihr das kennt. Und mein Beileid, wenn ihr das mögt. Und uns wurde versprochen, es gäbe Pizza, ja, aber die Pizza kam so spät, ja, und außerdem waren auf der Pizza Pilze drauf, ja. Pizza mit Pilzen. Pizza mit Pilzen drauf. Auch noch zu spät. Und alle Leute waren schon so alkoholisiert, dass der ganze Karton mit der einen Pizza, die wir bekommen sollten, einfach so auf den ganzen Tisch geflogen ist, ja, und der war halt auch schon voll mit irgendwelchen Getränken. Und also die Pizza ist halt auf diesen nassen Tisch raufgeflogen, ja, und es war wirklich triefend, es war absolut eklig, ja. Aber ich hatte so einen Hunger, ja. Ich habe sie wirklich gegessen. Sie hatte Pilze, sie war voll mit Alkohol und was weiß ich nicht alles. Ich habe sie trotzdem gegessen. Jeder hat sie gegessen, aber es war das Widerwärtigste, was ich jemals gemacht habe. Nach YouTube-Videos. Es gab ein Mädchen an dem Abend, die hat die ganze Zeit mit dem Typen rumgemacht. Den haben wir immer nur den blonden Kollegen genannt. Einfach, weil der Typ die Statur von Kollegen hatte und blond war. Und der hat uns so ein bisschen Angst gemacht auch. Also müsst ihr euch vorstellen, sie hat mit sehr, sehr vielen an dem Abend rumgemacht, aber eben halt auch mit dem blonden Kollegen. Und ihr müsst euch vorstellen, ja, dass ihr Oberteil beim Rummachen mit dem blonden Kollegen einfach so weit runtergerutscht ist, ja, dass ihr BH und alles runter auch mit runtergerutscht ist und ihre ganze Brust, sag ich mal, fast da ganze Oberkörper frei war praktisch. Was hat sie halt anscheinend null gejuckt. Sie hat sich einfach die ganze Zeit einfach weiter unterhalten, kann man sagen. Sie hat es eine halbe Stunde später erst gemerkt, aber sie hat es bemerkt. Was lustig war, ein anderer Freund von mir kannte sie aus der Grundschule. Wir müssen halt wissen, das ist immer so ein kleiner Insider bei uns. Immer wenn Marek irgendwelche Tussis oder so anredet auf Partys, dann drehen wir halt immer durch so. Wir sind halt Hurensöhne. Wir müssen halt wissen, es ist halt fast immer zum Running Gag geworden, dass wir halt immer versuchen, Marek auf Partys irgendwie zu vermitteln. Also immer wenn er irgendwie mit Mädchen redet, versuchen wir da nochmal nachzuhaken. Wir sind halt Hurensöhne. Aber wie gesagt, die Tussi, die Marek aus der Grundschule kannte und eigentlich ja eher dem blonden Kollegen gehört hat, kam dann eben zu unserem Tisch und sie setzt sich halt straight auf Mareks Schoß. Ich muss dir halt vorstellen, wie wir ausgerastet sind, ja. Wisst ihr, so der Holzenjunge hat das so zuerst gesehen, ja, und er brüllt so einfach so aus dem Nichts los. Hey, Marek, gönn dir! Das ist die vom blonden Kollege, aber ja nicht so wichtig. Hier, Philipp hat schon das 1-1 gegen die Typen mit dem Mundschutz gewonnen, das kann ja nur gut werden. Wir sind halt so alle zusammen so ausgerastet, so Marek. Wir sind halt Hurensöhne. Aber dann so gegen 3 Uhr morgens wollte ich ihn langsam auch nach Hause, weil ich müde war, ja. Ich war wirklich scheiße müde, ja. Mareks Vater hat uns abgeholt, ja, und Marek musste ihn aber vorher anrufen, wenn er ihn abholen soll, ja. Ich dann so, Marek, komm, jetzt ruf mal langsam deinen Vater an. Und er so, ja, ja, 5 Minuten noch, Marc. 5 Minuten sind vergangen. Ey, Marek, hast du ihn jetzt angerufen oder was? Ah, nein, du hast erst vor einer Minute oder so gefragt. Das dauert noch. Danach ist eine halbe Stunde vergangen. Das war locker schon 3:30. Marek, warum ist dein Vater noch nicht da? Ja, ich hab den gerade eben schon angerufen, der ist gleich da. Danach ist locker wieder eine Viertelstunde vergangen. Marek, ist dein Vater immer noch nicht da? Ich penne hier gleich ein, ja? Ach, mein Vater? Nö, den hab ich noch gar nicht angerufen.
Ne, ab dann war mir wirklich alles egal. Ich wollte halt einfach nur schlafen. Wirklich, ich fand es nicht mal mehr lustig, dass die Eltern des Geburtstagskindes zu Fick den Richter in dem Moment getanzt haben. Dann um 4 Uhr kam Mareks Vater dann aber auch langsam. Wir wollten also rausgehen, mussten allerdings dabei über eine Treppe steigen, wo vorher das Mädchen vom blonden Kollegen raufgekotzt hat. Als wir dann draußen waren, konnte ich schon das Auto von Mareks Vater sehen. Ja, hinter so einem Anbau stand das. So ein halbfertiger Anbau, sag ich mal, der da so einfach so rumstand. Die Eltern von dem Geburtstagskind haben sogar noch vorher besprochen, irgendwie so, ja, sollen wir den Anbau nicht so ein bisschen absperren, weil der ist da noch nicht ganz fertig und wenn da irgendjemand hochklettert, könnte ja irgendwas passieren oder so. Ja, aber unser Kollege dann natürlich so, ach nein, das so dumm ist nun wirklich niemand. Wir gehen dann da so alle zusammen lang, ja, und aus dem Nichts schubst mich einfach der Holzjunge in die Hecke rein, ja. Und ich lande dann in diese Hecke da drin, ja, und ich wollte einfach direkt schlafen. Ja, es war wirklich perfekt, es war weich, es war gemütlich, ich habe mich wohl gefühlt. Übrigens habe ich dadurch so ein kleines Loch in die Hecke gerissen und dieses Loch sieht man bis heute immer noch. Aber alle um mich herum haben mir erstmal gedacht, also ja, okay, dann lassen wir Max erstmal drin, der scheint glücklich zu sein, aber wo ist denn überhaupt Philipp? Ich lag dann da halt eben ziemlich gemütlich in meiner Hecke, ne, und dann sehe ich so aus dem Augenwinkel allerdings so, da oben auf dem Anbau balanciert ja Philipp und man hört ja nur so von oben, huhu, Leute. Und genau, dann dachte ich mir, alles bestens. No, 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 they want me dead or alive, they want me dead or alive, I'm just trying to survive, you niggas fall behind. Das war das Widerwärtigste, was ich jemals gemacht habe. Nach YouTube-Videos. Er hatte sogar seinen Mundschutz mitgebracht. Hey, Marek, gönn dir! Uhu, Leute!